Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Video heute geplant, deswegen muss ich jetzt mal was anderes einschieben, was ich auch schon lange mal machen wollte, denn ich habe mich ja schon in einigen Videos drüber ausgelassen, welche Programme ich schlecht finde, beziehungsweise im schlimmsten Fall sogar schädlich, und ich dachte mir, ich mache mal eine kleine Serie wirklich mit Programmen, die ich oft benutze, die ich viel benutze, die mir gefallen und die ich für gut befunden habe. Und nachdem das ja einige wirklich anscheinend auch immer sehr interessiert, ich denke an das Video mit den Browser-Plugins, machen wir einfach mal ein paar Videos, bis mir die Programme ausgehen. Und ich habe da ein paar. Und das erste ist ein Programm, um PDFs anzugucken. Nennt sich Sumatra PDF. Und im Endeffekt macht es das gleiche, wie wohl die... Naja, vom Funktionsumfang ist es schon geringer. Aber was die meisten Leute mit so einem Adobe Acrobat Reader oder wie heißt das andere, Foxit Reader oder sowas machen, nämlich PDFs lesen, kann man damit auch. Das Ding ist ultra leichtgewichtig, ist bei weitem nicht so anfällig für Sicherheitsprobleme, wie das für dieser ganze Adobe-Krempel ist, und es ist sauschnell. Und es gibt es in der Portable-Version, also sprich, man kann das einfach runterladen, gehen wir mal direkt hier auf Download, man kann das einfach runterladen, die Portable-Version ZIP auspacken, gut ist. Das sieht nicht schön aus, aber es ist ein vollständiger PDF-Reader. Machen wir jetzt hier mal das PDF auf von meinem mobilen Recorder zum Beispiel. Zack, PDF. Man braucht sich keinen Adobe Acrobat Reader mehr installieren. Man braucht sich keinen Foxit Reader mehr installieren und sonst alle möglichen Gedöns. Sumatra PDF installiert, im Zweifelsfall noch nicht mal installiert, sondern einfach irgendwo die Exe hingelegt, ausgeführt, geöffnet, gut ist, PDF gelesen. Und ihr seht mal, wie sauschnell das ist. Zack, offen, PDF auf, angucken. Das kann skalieren, das kann hier zoomen, das hat eine Seitenansicht. Also alles, was eigentlich der normale Anwender braucht, um eben PDFs zu lesen. Mehr brauche ich nicht. Ich habe keinen Rechner mehr wirklich einen der großen PDF-Sachen installiert. Ich erstelle auch keine PDFs, deswegen brauche ich auch die ganzen anderen fancy Programme nicht. Klar, manche Features kann der nicht. Irgendwelche interaktiven Elemente oder sowas. Oder Flash einbinden, das ist ja dann total der Teufel. Im Acrobat Reader noch Flash. Benutzt aber doch eh kein Mensch. Finde ich der beste PDF-Reader, den es zurzeit für Windows gibt. Und, was ich auch manchmal das Gefühl habe, was viele gar nicht wissen oder viele unwissentlich mitbenutzen, ohne es zu checken, ist, dass sowohl der Firefox als auch der Chrome ohne Probleme auch PDFs lesen kann. Das mag ich jetzt euch wahrscheinlich nichts Großartiges Neues erzählen, aber man kann ohne Probleme hier einfach auf den Link klicken. Ja, jetzt sind wir nochmal, wie gesagt, bei meinem mobilen Aufnahmegerät. PDF anklicken geht im Browser. Viel einfacher, als da irgendwelche Adobe-Plugins oder sonstige Dinger zu installieren. Tut einfach. Und für den Desktop Sumatra PDF gut ist. Mehr braucht man echt nicht. Nächstes Programm ist eine Sache, was ich wirklich nur verwende. Ausschließlich verwende für meine Notizen. Also hier auf dem Desktop. Und es ist auch wieder ein Programm, was es als Standalone-Version zum Runterladen gibt. Nennt sich Resoft Notes. Hofft, das ist richtig ausgesprochen. Ist die simpelste Notizverwaltung, die ihr euch vorstellen könnt. Gut, ich habe jetzt einen neuen Account angelegt. Also sprich, ich möchte jetzt hier nicht meine ganzen Notizen in die Kamera halten, ist das einfachste Notizprogramm, was man sich so vorstellen kann. Kann nämlich nichts anderes als Text. So, neue Notiz. So, was weiß ich, Video machen. 1, 2, 3, was auch immer, sowas in der Richtung. Dann haben wir dann noch hier einkaufen und das nächste ist, es gibt glaube ich auch eine Tastenkombination dafür, Ctrl-N, genau. Bashen. So, die Notizen haben wir jetzt. Kann man sich hier der Reihe nach angucken, fertig. Das ist wirklich so simpel und ich habe da mittlerweile wirklich tausende Notizen drin. Das Ding hat dann, wenn man jetzt hier beispielsweise drauf gehen, das hat dann noch eine ganz brauchbare Suchfunktion und ihr seht, es ist schnell, es ist simpel, es ist einfach. Und wenn man beispielsweise dann noch sowas wie Dropbox verwendet oder wie heißt von Microsoft OneDrive, oder halt eben eine OnCloud-Installation, da kann man sich einfach hier irgendwo in den Settings, das File, das ist nichts anderes als letztendlich Text, das kann man hier einstellen, dass es einfach nur ganz normal in der simplen Textdatei speichert
Und dann legt man das auf sein Dropbox-Laufwerk und hat es immer dabei. Und nachdem das wirklich Dateien sind, die nur aus Text bestehen, kann man das unter jedem Betriebssystem, unter jedem Mobilbetriebssystem, überall öffnen, lesen. Und ganz ehrlich, bei Notizen, was braucht man denn zu 99%? Man braucht Text. Man braucht sonst nichts, einfach nur Text. Fertig aus, mehr nicht. Und dafür finde ich, ist das Ding wirklich, ist das einfach optimal, das Teil. Wenn man jetzt irgendwelche ab. Ach so, das Ding hat irgendwie noch einen Sync-Service eingebaut für Simple Note. Benutze ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Also wer jetzt nicht die ganz ultra ausgefallenen Sachen hat. Ich weiß, es benutzen viele Leute Evernote oder sowas. Da kann man dann Screenshots drin speichern, ganze Webseiten einfügen, Fotos und was auch immer. Das geht damit nicht. Aber für meine Bedürfnisse einfach mir kurz aufschreiben. Das habe ich so oft. Ich mache das Programm auf, zack, und dann sage ich hier Idee für neues Video, bla bla bla, schreibe ich rein, mach das Ding im Endeffekt dann wieder dicht und gut ist. Zack, geht sau schnell. Wenn man es wieder aufmacht, wieder alles da. Ah, ist mir noch eingefallen, bla bla. Und wieder zu. Zack. Im Endeffekt wie eine Textdatei. Plus, dass es halt das mit einem schönen Interface ist, dass man das durchsuchen kann. Programme sehen beide nicht hübsch aus, haben aber einen großen Vorteil: sie sind schnell, sie machen genau das, wofür sie da sind. Und ganz ehrlich, ich brauche eigentlich für diese zwei Anwendungszwecke, nämlich PDFs und Notizen machen, brauche ich einfach gar nichts anderes. Komme ich voll und ganz mit aus, reicht mir. So. Also falls euch solche Arten von Videos gefallen, ich habe noch jede Menge andere Programme, die ich hier mal kurz vorstellen kann, die ich benutze, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind, weil ich behaupte mal, diese beiden Programme werden noch nicht auf jeder Tipps- und Tricks-Seite breit getreten. Oder vielleicht doch, vielleicht bin ich ja nicht mal auf dem aktuellen Stand. Übrigens, jetzt lasst euch mal nicht hier irritieren, das sind einfach die Dinger, die defaultmäßig beim neuen Account auf dem Desktop stehen. Sind aber auch schon wieder ein paar gute Sachen dabei, was ich hier gerade so sehe, das da zum Beispiel und so. Aber da kann ich wirklich mal in Ruhe Videos drüber machen. Wirklich Software, die ich tagtäglich verwende, die mir persönlich das Leben einfacher machen. Und vielleicht euch auch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich da noch ein bisschen mehr vorstellen soll. Also Sumatra PDF ist, glaube ich, eine Sache, das können ultra viele Leute gebrauchen. Wie viele Sicherheitslücken gab es denn bitte in letzter Zeit für irgendwelche Adobe Flash-Geschichten oder für dieses Acrobat-Zeugs, unter anderem auch, weil man Flash einbinden kann und sonstige Dingern. Mit dem Ding hat man viele Sorgen einfach los. Und die Features, die das andere mehr kann, benutzt man in der Regel eh nicht. Ich glaube, das hier. Also wenn ihr das installiert habt, probiert es mal aus. Ihr braucht wahrscheinlich nie wieder was anderes für PDFs. So. Dann an der Stelle Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ich euch mehr zeigen soll in der Richtung. Wir machen jetzt Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach so, ja. Und ihr könnt natürlich mal bei meinem G2A-Link mitspielen und so. Ihr wisst schon, ne? Tschüss.